Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt noch mal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf. Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Okay. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Das höre ich doch gerne. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, okay. Ich habe eben gerade schon mal Alkohol, das ist schon mal gut, okay. Munition ist auch gut, was ist das hier? Mit Trainingsbüchern fertigst du schlagkräftige Impressionen-Objekte. Messer verbessert, ach so, okay. Mal gucken jetzt hier gerade. Gerade gucken. Wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Das sieht nicht so gut aus, okay. Ich kann mir mal, hier, jetzt kann ich mir wieder Medikits machen. Das ist doch mal cool. Aber nur eins. Ja, toll. Direkt wieder Alkoholmangel, ey. Naja, komm. Haben wir wenigstens nur eins. Das können wir dann besser direkt nehmen. Und dann passt das Ganze. So. Liegt hier noch irgendwas rum? Hier ist irgendwie, was ist das? Ach, der Stadtplan. Ja, gut, nehmen wir den mal mit. Was? Ja, komm, tauschen wir mal. Ja, mach. Jo. Genau. Oh, hier liegen noch ein paar schöne Sachen. Und hier noch ein paar andere. Munition ist aber voll. Kommt mir von der Inneneinrichtung ein bisschen vor wie die Karte im Multiplayer, die eine. Also ich habe ja mal ein bisschen den Multiplayer angespielt. Und das sieht die eine Karte so ähnlich aus, zumindest von der Inneneinrichtung. So, gibt's hier noch was? Bogen. Okay, sehr schön. Wo ist der? Ah, den kann ich hier nur aus. Ja, komm. Mach mal auswechseln. Okay, ich hab hier ein paar Waffen. Ah, bleiben wir erstmal dabei. Ich kann mir ja mal so ein neues. Wo macht man das eigentlich? Was brauchen wir dafür? Für so ein neues, Holster quasi, oder wie das heißt.
Na gut, gucken wir irgendwann später. Ja, dann scheint es nichts mehr zu geben und es geht los. Beziehungsweise weiter. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Ja, ist ja gut. Nicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Ja, echt einmalig. Und wo ist Ted? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und wann wird das? Die kleine Türe. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du willst. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's nö, hin, das ja? Sieht wirklich so aus. In meinem Freiberstück. Eher ein Waffenlager. Was? Ich... Ja. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Das hört schon mal ganz cool an. Mehr Waffen. Ja, Ellie, ich wollte nur mal kurz gucken, ob hier irgendwas rumliegt, was wir gebrauchen können. Oh, ja, voll, toll. Was soll denn hier? Ja gut, das habe ich jetzt auch erst gerade eben genommen. Von daher, lassen wir es mal sein. Jetzt mal schneller deinen Körper voran bewegen. Ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle bitte. Sag mal, du hast doch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Sie hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Ah, das sieht sehr, sehr gesund aus. Okay. Okay, noch sehe ich hier noch keine Infizierte. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie! Ich meine, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Mist! Macht euch bereit! Okay. Ja, okay, ist klar. Klar! Okay, sollten wir mal mit Pfeilen testen, oder was? Aber das ist mir, glaube ich, etwas zu unsicher. Alter, das ist so scheiße hier. Hier nerven mich diese Viecher. Dann kommt der Klicker von hinten wieder, weißt du? Das ist wieder so typisch. Scheiß Klicker erstmal weg, ohne Kacke, ey. Der Rest ist ja... Diese normalen Dinger hier gehen ja vollkommen klar, aber die Klicker, die gehen überhaupt nicht klar. Okay. Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Ostzaun schleppen. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Ja, ist doch schön. Darf ich mich trotzdem erst noch umsehen? Und weiter geht's. Trotzdem noch mal erst ein bisschen umsehen. Was gibt's hier noch hier so? Ja, überall nur diese scheiß Bricks, ey. Brauch keine Sau außer zum Ablenken. Vielleicht mal eine. Hier ist so übertrieben viele vorhanden.
Ja, komm, ich komme ja schon, ist gut. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. So. Warum machst du wieder ein Medikit? Ja, weil ich meine Inkompetenz kenne. Deshalb machst du wieder ein Medikit. Was hat denn die da in der Hand schon wieder? Ah, okay. Hält sie das Tor wirklich auf? Ja, sie haben keinen Schlüssel. Ha, 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 wie witzig. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Ja, okay, gleich. Renn doch mal etwas schneller. Ja, und genau wegen solchen Sachen lohnt es sich, dass man überall gut sich umsieht. Dass man eben solche Sachen nicht übersieht. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Ellie kapiert's aber wirklich Wenn nicht. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Die Waffe sieht doch nice aus. Schrotflinte. Ja, die gefällt mir. Sowas okay, gefällt mir. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Mhm. Und zwar? Also ich gehe mal von aus, hier unten werden keine Sachen, die wir uns nehmen können, Spielzeug. Rumliegen. Zeig mal. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Nagelbombe. Diesen starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihrer Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt mit L1 im Bogen geworfen oder mit R1 strategisch platziert werden. Nicht explodierte Nagelbomben können wieder eingesammelt werden. Okay. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Oh, hier liegen doch ein paar Sachen rum. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Oh, die kann ich modifizieren. Und wenn sie kaputt ist? Ah, ich warte, glaube ich mal, dass ich mir noch so ein Waffen... Halfter machen kann. Da warten wir mal ein bisschen. Scheint mir sinnvoller.
Bevor wir jetzt unsere Fähigkeitspunkte für irgendwas anderes sind, eher, ja, nicht so wichtiges rausballern. So, können wir jetzt abziehen? Ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen. Warum darf ich... Ja, doch. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal ab. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast... Toll, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Komm, lauf. Finde ich gut, wenn er vorläuft. Dann kriege ich nämlich erstmal mit, wenn irgendwas passiert. So, wo bist du? Da bist Schön du. Hast du's hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Okay, Zeit zu packen. Okay. Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Das ist ein ordentlicher Weg und ich denke, ich werde mal wieder ein paar Mal sterben. Ich habe die Nagelbombe, ich habe einen Molotow. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das alles zur richtigen Position einsetze. Komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nichts. Ja, klar. Nichts Besonderes. Ein Scheiterhaufen mit, ja, Leichen. Nichts Besonderes. Kein Thema. Ich glaube, mal gucken, ob hier irgendwas ist schon. Hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Oh, Klicker, meine Lieblingsinfizierten. Nein. Das ist wirklich scheiße jetzt. Soll ich jetzt vorgehen, oder was? Wie viele sind da? Da sind mehrere wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich schmeiß erstmal eine Flasche. Ich versuch's jetzt mal auf Intelligenz zu machen. Geht mal auf einen Fleck, bitte. Oh nein. Alter, voll ins Eck geschmissen. Hammergeil. Komm, geh weg. Ja, sehr schön. Die Nagelbombe wirkt wenigstens auch. Auch wenn ich den Molotow irgendwo sinnlos hingeschmissen habe. Aber die Nagelbombe hat gewirkt. Sehr gut. Oh mein Gott! Mal gucken, ob ich irgendwas bauen kann. Da habe ich mir schon so eine geile Nagelbombe. Ja, ich kann mir eine Nagelbombe machen. Hammerfett. Ah, eine. Wow. Egal, besser als nix. Alkohol habe ich wahrscheinlich keinen, um mir einen Molotow zu machen, oder? Nö. Okay. So. So. Was haben wir denn hier? Ah, nur eine Flasche. Ah, die kann schon mal ganz hilfreich sein. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Irgendwo ist hier was. Da unten, okay. Hier oben scheint nichts mehr zu sein auf dem Terrain. Gut, dann kann ich erstmal in Ruhe absuchen. Das, da rechts geht es runter, ne? Wo das ist, okay. Okay. Warum darf ich eigentlich vorgehen? Sind das mehrere oder wie sollte ich da mit der ganzen... Hier geht es irgendwo hin? Gut, hier geht es nirgendwo hin. Lauf mir noch nicht im Weg rum. Ja, komm, hopp. Da unten, das sieht mir erstmal nur noch einem ab. Ne, das sind mehrere. Drei sogar. Heißt, da wäre es wieder intelligent, mit einer Nagelbombe zu arbeiten. Dann schmeißen wir erstmal...